Für 5 Riesen kannst du mir meine... Das ist sehr gut. Ich habe einen großen. Ich habe auch einen großen. Okay, okay. Hallo YouTube. Oft verlangt und oft geliefert. Best of Kleinanzeigen. Freut euch auf eine absolut geile Folge. Das ist der absolute Hammer. Multipla. Is this still available? Yes. Not surprised. Es ist, ich würde sagen, eins der hässlichsten, wenn nicht das hässlichste Auto ever. Mir fällt jetzt auf Anhieb kein Auto ein, das hässlicher ist. Ich weiß nicht, wer das Ding gekauft, gefahren hat. Ich habe es auch nicht sehr oft auf der Straße gesehen, aber dieser Multipla. Es ist so hässlich. Das kann doch nicht sein. Und ich frage mich, wie das abgegangen ist, als die Designer dem Fiat-Chef das gezeigt haben. Allora, schau mal hier. Wir haben hier ein schönes Design. Und vor allem Italiener, kennt ihr da aus? Was haben die für großartige Designer? Die können doch alles designen. Die können das Hässlichste hübsch machen. Was ist da passiert? Allora, ich habe für dich eine neue Studie, Design-Studie. Und du musst gucken. Ich weiß nicht, was der Fiat-Chef gedacht hat. Es ist sehr gut. Wir machen das so. Ist fantastico. Guten Morgen, ich interessiere mich für das Fahrzeug. Ich kann Ihnen 1.800 Euro zahlen. Natürlich ohne Nachverhandlung vor Ort. Ich kann den Wagen kurzfristig abholen zu der Zeit, die Ihnen passt. Falls das für Sie in Ordnung ist. Ich bitte Sie um eine kurze Rückmeldung. Können wir gerne machen. Da gibt es das Auto aber ohne Batterie, Reifen, Motorhaube, Türen, Nummernschild, Halter, Fußmatten und Radio. Wenn Ihnen das passt, können Sie sich gerne melden. Ansonsten machen Sie einen akzeptablen Preis anstelle eines Unverschämten. Ich kacke auf Ihren Kopf. Da muss ich sagen, Respekt. Wird Kacken nicht mit CK geschrieben? Ich kacke auf Ihren Kopf. Nee, wenn schon, beleidigen, dann richtig. Bitte respektiert die deutsche Sprache. Hausverboten. Verkaufe Sarg wegen falscher Diagnose. Was geil gewesen wäre, wenn er noch dazu geschrieben hätte, OVP. Hey, original verpackt. Das wär dann die Krönung gewesen. Hosen sind rot, es steht nur Unsinn in der Zeitung. Ich informiere mich nur noch über meine Propagandagasheizung. Ah, ich liebe diesen Scheiß einfach. Hallo, das Boot wurde heute verkauft. Mit freundlichen Grüßen. Hallo, ich bin unterwegs. Das finde ich nicht gut. Was soll das? Bin morgen bei Ihnen. Ja, okay, Sie können gerne kommen, dann mache ich einen Kaffee. Aber das Boot ist nicht mehr da, leider. Ich fahre 450 Kilometer. Das Boot ist nicht mehr da. Das klären wir morgen. Ja, das ist schon okay. Ach so, übrigens, Leute, hier auf YouTube. Beglockt mich, spendiert mir einen Abonnier-Button und schaltet die Notifications aus, damit die auf YouTube durchgehen. Samsung Galaxy, viel zu teuer. Und außerdem für über 900 Euro bekommt man 3 Stück. Für Sie sollten sich was schämen. So viel wird niemand mehr bezahlen. Ich glaube, Sie haben nicht ganz verstanden, welches Gerät hier verkauft wird. Ich habe es verstanden, aber Menschen abzocken ist frech. Vielleicht ist das Gerät geklaut und Sie wollen es loswerden zu diesem Preis. Wird es niemand kaufen ohne Rechnung. Sie sind nur von der ganz cleveren Sorte. Entweder Sie löschen die Anzeige oder ich zeige sie an, ist das klar? Und Sie sollten mal aufpassen, was Sie sagen, klar? Welche Güte. Jetzt sind Ihnen die Argumente ausgegangen und stattdessen verteilen Sie Drohungen, Beleidigungen. Bin gespannt auf Ihre Anzeige. Ein Fehlverhalten sehe ich nur bei Ihnen. Da Sie offenbar keine Kaufabsicht haben, werde ich diesen Dialog nun beenden. Schönen Sonntag noch. Ich mache es so lange weiter, bis die Anzeige gelöscht wurde. Was bringt Ihnen das, falls Sie das immer noch nicht verstanden haben? Das Tablet ist unbenutzt, nicht geklaut und wird 350 Euro günstiger als im Laden verkauft. Ich sehe keine Abzocke. Oder was immer Sie daran stört. Ah! Das Tablet wurde genutzt. Sie haben es ausgepackt. Alleine das heißt, dass Sie es benutzt haben. Auch noch. Ein Betrügerin wird immer besser. Nur weiter so. Die Strafe wird sehr teuer sein. Und ohne Rechnung ist die Ware geklaut. Da Sie keinen Nachweis haben, dass Sie gekauft haben, das wird Polizei auch so sehen. Erlebe jetzt Kaya live in deiner Stadt. Ticket Link in der Beschreibung. Nintendo Pokémon. Alles klar, hast du PayPal? Ja, über Freunde und Familie bitte. Ich würde per Waren machen und denen die Gebühren übernehmen. Nicht Waren, das mache ich nicht. So wurde ich vor 3 Tagen 300 Euro abgezogen. Ich schicke ihnen meinen Perso, damit sie eine Absicherung haben. Und schicken es über Freunde und Familie. Wie geht's ihm eigentlich? Schon lange nichts mehr gehört von ihm. Ich habe wirklich nichts mehr gehört. Dann würde ich über eBay direkt machen, kann aber. Es geht weiter, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es ist hier vorbei. Dann würde ich über eBay direkt machen, kann aber erst heute zahlen. Hier haben Sie dann Ihre Absicherung. Ich möchte keine. Sicher zahlen. Tut mir leid, verstehen Sie es nicht falsch. Digga, das ist Charlie Sheen. Ah, tut mir leid, Bruderherz. Falscher Pass.
tut mir leid. Rosen sind rot. Frech bist du. Immer nur in Online-Chats. Denn scheinbar hast du nur... Oh, endlich mal ein guter Lacher. Massiver ja, im Netz. Volkswagen ab. Hallo, der Preis ist hoch. Würde mit 5000 Euro einsteigen. Hallo, wer bist du, dass du entscheidest, ob der Preis angebracht ist oder nicht? Ich bin Dieter Bohlen für Autos. Eure Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich, dass ihr beide nervige Witzfiguren seid, oder? Das könnte es sein. Für 5 Riesen würde ich mir die Möhre mal anschauen. Für 5 Riesen kannst du mir meine... Wie sagt man damals in der Gamersprache, das sagt man heute nicht mehr. Pawned, oder wie heißt das? Sorry Leute, ich weiß es nicht mehr. Damals, wenn du irgendjemanden einen Headshot gegeben hast, das sagt man heute nicht mehr, oder? Das habe ich früher ständig irgendwo gelesen, weil ich wurde gepfwnt. Verkaufe hier meinen Kühlschrank, habe ihn noch nicht mal am Strom angesteckt. Da er meiner Frau nicht gefällt und sowieso alles falsch ist, was ich kaufe, nur Selbstabholung. Höhe 1,86, Breite 60, Tiefe 68. Da ist jemand frustriert. Moin, ist der Fliesentisch noch verfügbar? Der Tisch ist noch da. Ich würde mir den gerne mal anschauen. Wie ist denn die Adresse? Heute um 15 Uhr können Sie ihn anschauen. Moin, sorry, habe ich gearbeitet. Bin allerdings aktuell Postbote auf der Strecke. Da würde ich sonst morgen Vormittag mal während der Arbeit vorbeischauen, wenn das möglich ist. Okay, ich bin zu Hause. Spülbecken mit Syphilis. Ja, ich habe es analysiert. Es war Syphilis. 32 Zoll LED-Monitor, ultra dünn, Full HD, Top-Zustand. Wenigstens hat er eine Hose an. Ich will da nicht zu genau hingucken. Oh, Jesus. Blödes Scheißding. Nervt wie sauber das Ding. Blödes Scheißding ist nervt wie sauber. Müssen die nicht draußen hängen, deswegen mit der Wind da durchweht? Gut, wenn du es an die Tür hängst, dann würde mich das aber auch nerven, wenn die ständig aufgeht. Ja, ich glaube, er hat das einfach falsch aufgehängt. Blödes Scheißding. Ah, fuck, diese Anzeige. Rosen sind rot, der Rest ist egal. Kauft endlich das Scheißding. Sieht aus wie ein Einbauschrank. Das ist keiner. Best of Kleinanzeigen, Hirnhauthobel, neu und original verpackt. Hornhauthobel. Ja, hätte ja sein können, dass es Hirnhauthobel gibt. Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt irgend so ein Esoterik-Ding. Esoteriker verkaufen ja jeden Dreck. Hier, du musst nur hier an den Sprossen ein bisschen lutschen und dann dreimal um den Block joggen und dann setze dich auf diese Pyramide und schon bist du erleuchtet. Ich kaufe das. Schönen guten Tag, ist der Schrott noch zu haben? Ich würde das alles auf einmal abholen. Ich habe einen großen. Ich habe auch einen großen. Okay. Okay. Es kam zum Verkehr. Offene Lederschuhe, Größe 39. Sind die Schuhe noch da? Ja. Kein Wunder, sieht auch scheiße. Adria Adiva 502 UK Mover Markise Etagenbett 5 Personen. 14.500. Also wenn euch das nicht überzeugt, weiß ich auch nicht. Da hat sich aber jemand Mühe gegeben. Travis Scott, Nike Air Jordan. Oh, Nike Air Jordan. Oh, Leute. Oh, wie ich früher nur Air Jordans kaufen. Konnte ich mir nicht leisten. Mach bitte 3 Euro. Ja, aber nur, weil du so nett gefragt hast. Hab mir Mühe gegeben. Ich liebe diese Leute. Huhu. 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 Habe gerade im Kick in Solingen-Mitte gesehen, dass Mitarbeiter Weihnachtssachen. Habe gerade im Kick in Solingen-Mitte gesehen, dass Mitarbeiter Weihnachtssachen. Habe gerade im Kick in Solingen-Mitte gesehen, dass Mitarbeiter Weihnachtssachen. Habe gerade im Kick in Solingen Mitte gesehen, dass Mitarbeiter Weihnachtssachen reduzieren. So, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Es war mir ein Fest. Alles Gute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Keine anderen Streamer neben mir schauen, außer ich merke das nicht. Und lasst euren Lümmel in der Hose und schlagt keine Möwen tot. Sonst Haus verboten. Tschüss.